Millefeuille. Millefeuille. Ich wette, er spricht mal nicht so aus, aber Millefeuille. Millefeuille. Hashtag Millefeuille. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomodachi Live in Utopia. Und ich habe mich etwas beruhigt, dass ich gestern den Heiratsantrag versaut habe. Holen wir uns jetzt erstmal das Geld ab. Ich habe mir überlegt, wir werden Balu und Miri einfach tausendmal auf Reisen schicken, bis sie endlich geheiratet haben. Ganz einfach. Ja, irgendwer hat auch in die Kommentare geschrieben, er hat es 9-mal vergeigt. Oh, ich würde das nicht aushalten, wenn ich es 9-mal vergeigen würde. Ich würde durchdrehen. So, aber erstmal was Schönes. Oh, Miri, hallo Miri. Ja, möchtest du mir eine Wundertüte vergeigen? Ich liebe das, dass immer, wenn ich aufnehme, eine Wundertüte dabei ist. Richtig cool. Was haben wir denn da Schönes? Eine Koralle. Ja, für. Oh, da war Riol vorher. Deswegen, der hat aber schon Koralle reingetan. Was haben wir noch? Ein Hotdog. Ja, den haben wir schon. Danke. Was haben wir noch? Jetzt ein Zimmer. Ein Zimmer. Oh, ein Game & Watch. Das ist auch ziemlich cool. Das ist uralt, aber da gibt es sogar eine Map in einem neuen Smash Bros. Ja, ich habe das ja jetzt schon fleißig gespielt. Ich darf euch ja leider nichts davon zeigen. Ich habe echt, die japanische Version schon ziemlich gesuchtet. Und ich ärgere mich volle Kanne, dass ich euch nichts davon zeigen darf. Aber so ist das halt. Trotzdem kommt ja bald die deutsche Vollversion und da werde ich bestimmt mal ein bisschen was spielen. Vielleicht mit Miri oder so. Gucken wir mal mit anderen Leuten, mit Rio oder sonst wem. Vielleicht ergibt sich da was. So, wer rennt hier rum? Ja, so ein verrückter Typ. Und die Mii-Nachrichten, die Mii-Nachrichten. Heute am Metall. Irgendwie sind es immer die gleichen, die ihre Nachrichten vorlesen. Ein enormer seltsamer Fußabdruck wurde am Pizzastrand von Utopia entdeckt. Pizzastrand? Der Fußabdruck ist über 1,50 Meter lang und etwa 15 cm tief. Professor König, eine Koryphäe auf dem Gebiet Fußabdrücke seltsamer Herkunft, sagte dazu. So etwas habe ich noch nie gesehen. Jetzt gilt es herauszufinden, wem diese Fußabdrücke gehören. Aber rennt denn da rum? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist nicht ernst gemeint, oder? Doch, King Kong kommt. Traurig. Was? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Tadeusz Jabs und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Warum macht das genau Miri traurig? Was? Das ist kaputt. Okay, ganz tolle Nachrichten. Aber waren diesmal mal nicht so spektakulär wie sonst die ganzen Nachrichten. Ah, wir gucken erstmal, was es Leckeres zu essen gibt. Was haben wir denn? Oh, Fleischbällchen hier. Ikea-Fleisch. Nein, ich mach keine. Also, schwedisches Möbelhaus-Fleischbällchen. Lecker, lecker, lecker. Ich hasse Kaffee, aber wir kaufen es, weil es neu ist. Und was ist das? Was ist Millefeuille? Millefeuille! Ich wette, er spricht mal nicht so aus, aber Millefeuille! Millefeuille! Hashtag Millefeuille! Millefeuille! Oder kann ich das noch nicht lesen? Millefeuille! Ich finde, das klingt richtig cool. Biskuitgebäck mit feiner Cremefüllung. Vorsichtig essen, sonst gibt's eine Sauerei. Millefeuille. Okay, das heißt bestimmt, Milef Euille oder so. Oder Milefoil oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wie man das ausspricht, könnt ihr in die Kommentare schreiben. So lange bleibt das für mich. Millefeuille. Millefeuille. Was sind das für komische Gerichte? Millefeuille. Millefeuille. Und lecker Paprika. Können ja alles falsch betont. Millefeuille. Millefeuille. Ich finde das ein geiles Wort. Hoffentlich geht euch das allen nicht mehr aus dem Kopf. Millefeuille. Millefeuille. Ich sag das jetzt noch 100.000 Mal. Millefeuille. Na, Riol, was machst du da? Möchtest du ein bisschen Millefeuille? Warte mal, das verteilen wir jetzt erstmal an die Einwohner. Es gibt ein bisschen Millefeuille für alle. Hallo, Early. Ach, Early ist mad. You mad, Bro? Was los? Oh. Heute ist einfach nicht mein Tag. Was los? Hat dich irgendwer geärgert? Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Oh, Early. Early. Weißt du, was dagegen hilft? Millefeuille. Aber vorher gibt's Magenmittel. Sehr gut. Es hat geholfen, ja, sehr schön. Schön, dass es dir wieder gesund geht. Aber ich habe noch was für dich. Oh, halt, erst Level ab. Okay, Early kann jetzt kein Item mehr bekommen, der hatte ja alles. Jetzt können wir ihm also irgendwie entweder Song beibringen oder ich gebe ihm Einrichtung oder sowas.
Aber eigentlich hat der auch schon ziemlich viel Zeugs. Was geben wir denn dem Early mal? Was geben wir dem Early denn mal? Na gut, dann schenken wir ihm jetzt auch Songs hier, Early. Dann kommst du in unsere große Band mit rein, in die... Oder wir gründen unsere eigene unfähige Band oder so. Das wäre ja auch was. Wir müssen nur alle noch Ich-bin-unfähig-T-Shirts mitnehmen oder so. So, dankeschön. So, Early, möchtest du ein bisschen Mille vor Jille? Warte, hier, ich muss nur suchen. Mille vor Jille. Hä, wie spricht man das denn aus? Ist auf jeden Fall anscheinend eine Nachspeise. Wo ist es? Hier, Mille vor Jille. Weh, du magst das nicht. Ist das Mille vor Jille? Ja, er fand's ganz lecker. Okay, nicht so toll, aber naja, es reicht. Mille vor Jille. Was ein komisches, beknacktes Wort. Miri, wo bist du? Warum bist du im Café? Oh, alleine? Wo ist Balui? Kaffee trinken? Schön. Ey, was machst du da? Ist sie Depri, weil der... Ich glaube, sie ist müde. Wir haben da noch gar nicht so spät. Miri, oh Mann. Willst du ein bisschen Mille vor Jille? Nee, ich lass dich mal im Café, aber wir spielen eine Runde mit Tadel. Mit Tadel. Lass uns etwas spielen im Bild von Balui. Ja, wir spielen gerne was. Was denn? Was haben wir denn heute für ein Spiel? Och nein, ach nö. Ich kann das nicht. Schade. Ey, ich hab das doch... Guck doch, das gibt's nicht. Nur noch einmal. Nur noch einmal. Es geht los. Ja, mach. Nur zwischen uns beiden. Ich habe gehört, dass Judo schade. Mach sonst... Ach, das ist ein blödes Spiel. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Schade. Nein, ich will dieses Spiel. Kann man das löschen? Ich hätte gerne ein Spiel, würde ich gerne entfernen aus diesem... Hier, ich habe was zu essen für dich. Ich habe hier Mille vor Jille für dich. Mille vor Jille. Wundert euch nicht, falls das in der Videobeschreibung drin ist. Mille vor Jille. Boah, er fand das sogar absolut. Oh, sein neues Lieblingsgericht. Ja, jetzt werde ich dieses Wort immer weiterlesen. Mille vor Jille. Ich brauche einen neuen Hut. Oh, du brauchst einen Hut. Was hältst du denn mit einer kleinen Kappe oder so? Was haben wir denn dafür wohl? Ja, ein Helm? Nee. Ich habe keinen Rapperhut. Was machen wir denn jetzt? Das ist aber schlecht. Na, dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja gerade einen zu kaufen. Willkommen. Arbeitskäppi. Haben wir nicht irgendwas Cooles? Tja. Ja, eine Pokémon-Mütze hätte ich. Aber warte, gibt's in anderen Farben noch. Irgendwas Dezentes vielleicht? Ach, ich habe sogar eine blaue. Warte mal, gucken wir schnell rein. Mesh. Hä? Warum steht denn, ich hätte sie? Hab sie aber gar nicht. Bin ich doof? Ne, da ist sie doch. Ja, okay, komm. Hier. Weh, du magst sie nicht. Passt nicht. Ja, passt zu deiner Hose. Okay, damit können wir leben. Ja, okay, bitteschön. Also, ist jetzt nicht so ganz mein Stil so, ne? Aber was soll's. Na, du kriegst einen neuen Song, ja? Wir haben bald alle Songs und dann machen wir einfach. Ups, sorry, Tadel, sorry. Mille vor Jille? Mille vor Jille, Alter, dieses Wort. Mille vor Jille. Ja, ihr Lieben, und wisst ihr, was wir heute machen? Wir lassen wen Neues einziehen. Es wurde. Oh. Halt, erst kümmern wir uns um Miri, wenn sie schlecht drauf ist. Das endet immer nur darin, dass sie Balu irgendwann hasst. Guck, sie wollen immer noch heiraten. Schön, dich zu sehen. Hallo Miri, mit der Mille vor Jille. Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Oh, ach nö, was sagt Miri? Wenn sie sauer ist, sagt sie, du bist doof. Wenn sie deprimiert ist? Was sagt Miri, wenn sie deprimiert ist? Deprimiert? Dann ist sie nicht so oft. Och, Mann. So. So, was machen wir für eine Geste? Oh, Drama. Drama, Baby, Drama. Nein, nicht weinen. Boah, ja, flehend auch noch. Ja, ich glaube, das passt eher zu Miri. Hier, bitteschön. Oh, Mann.
Och Mann, könnt ihr das bitte langsamer vorlesen? Das würde mich sehr freuen. So, aber ich habe gesagt, wir wollen wen Neues einziehen lassen und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Wen lassen wir heute einziehen? Na, was denkt ihr? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Ich lasse euch noch 3 Sekunden im Dunkeln. 1, 2, 3. So, und zwar zieht heute ein der Iblali und ich habe wieder davon jede Menge Codes bekommen, weil ihr euch das sehr gewünscht habt. Zuerst haben wir von Darlene einen Iblali bekommen, der ich finde eigentlich eher aussieht wie Tadde. Trotzdem, danke schön, dass du dir die Mühe gemacht hast. Dann ein Iblali vom Yonge-Fan, der auch einen Tomodachi-Live-Code gemacht hat. Und ihr seht schon links das Bild, na, erkennt das? Ja, erkennt es. Und der sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Da ist auch alles hinterlegt, aber nicht hundertprozentig richtig. Ich habe mir das ja, ich gucke mir die immer vorher schon mal an. Und dann habe ich aber einen Iblali gefunden, bekommen, der finde ich am allerbesten hinhaut. Der kommt diesmal von dem Tizian. So, und das ist dieser Iblali. Und ich finde, einfach dieser Gesichtsausdruck von den Augen und so, es passt einfach richtig gut. Dankeschön für alle Einsendungen und vielen Dank vor allem an Tizian, der im Prinzip also dadurch gewonnen hat. So, jetzt der Name von Iblali ist auch alles online, wenn man ein bisschen sucht. Und zwar Victor heißt er mit Vornamen, das wissen ganz viele. Und mit Nachnamen heißt er Rot. Hoffe ich zumindest. Also das, was das Internet zumindest gesagt hat. So, und dann, ja, habt ihr es schon richtig gesehen? Jetzt erstmal gucken hier. Iblali, spricht das nicht aus? Iblali, ja, okay, das lassen wir so. Iblali ist okay. Er hat wirklich am 29.02. Geburtstag, 1992. Der ist also, ja, bisschen jünger als ich, aber ich bin ja auch alt. Ich glaube, bei den Augen. Ich meine, Miri hat mir gesagt, seine Augen sind blau. Falls das falsch ist, könnt ihr das gerne korrigieren, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie er so, ja, wie seine Augenfarbe ist, wollte ich sagen. So, Lieblingsfarbe habe ich auch keine Ahnung von, da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Wenn er das mal irgendwo in einem Video gesagt hat, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, dann korrigiere ich das Ganze. So, jetzt gucken wir mal seine Stimme. Ich bin Victor Roth. Alle nennen mich nur Iblali. Ja, ich glaube, das haben wir noch nicht. Das lassen wir so. Jetzt nur wieder zu den Handel spricht, ausdrucksweise. Ich gucke mir ab und zu seine Videos an, einfach weil Miri die gerne guckt und da gucke ich mal mit. Selber aber noch nicht so wirklich viel, aber er macht ja auch mehr so diese Ali Talks und was weiß ich so und Meinungen und so. Wie er zockt, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, er handelt eigentlich in seinen Videos immer, er handelt eigentlich relativ schnell und spricht dabei auch ziemlich direkt eigentlich alles an. Seine Ausdrucksweise ist definitiv lebhaft. Seine Denkweise ist, er denkt also viel drüber nach, über das, was er sagt. Also ich glaube mal so vorsichtig, insgesamt natürlich ziemlich speziell. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Ich kann das jederzeit korrigieren. So, das speichern wir und wir lassen es so. Und Iblalis Charakter ist lebhaft, erster Eindruck offen, intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig, extrovertiert, heißblütig, vorwärtsgewandter Charakter, bezieht die Umgebung mit ins Geschehen ein, manchmal auch mit sanftem Druck. Yeah, ich bin Iblali, guck mich an, ich bin Iblali, yeah, guck meine Schultern an, yeah, guck meinen Bauch an, yeah, guck meinen Arm an, boah, und hier meinen anderen Arm, boah, ist der nicht toll, und mein Rücken, boah, Hammer. Ja, du ganz toller Typ. gut. So. Dann war's das schon mal wieder mit dem neuen Mitglied für unsere Stadt, also für unser Häuschen. Jetzt gehen wir mal glatt hin und gucken mal, ob der Iblali nicht auch ein ganz leckeres Essen möchte. Könnt ihr euch vorstellen, was ich dem Iblali geben möchte? Ja, könnt ihr es euch vorstellen? Ein Millefeuille, genau! Hier hast du ein Millefeuille als Begrüßungsgeschenk. Ist das nicht lieb von mir? Ah, wohl eher nicht so. Millefeuille, nicht so dein Ding. Wenn ein neues Getränk auf den Markt kommt, will ich es immer gleich probieren. Ja, ich auch. Ist euch das, also habt ihr das auch schon mal so, dass ihr irgendwo hingeht, einkauft? Ja. Ganz toll.
Hauptsache, die haben Spaß miteinander. Also was ich sagen wollte, kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwo einkaufen geht und es gibt zum Beispiel was Neues, eine neue Süßigkeit oder sowas und ihr wollt die unbedingt ausprobieren? Also ich leide da etwas drunter. Ich gehe dann schon mal, ich kaufe das dann immer schon mal ganz gerne. So, Rotpilz träumt. Vielleicht ein neuer Traum? Schalten wir doch mal direkt rein. Heute live in Rotpilz Traum. Nein, den kennen wir schon. Können wir kurz stören? Glaube ich. Ehrlich gesagt, wir beide haben vor zu heiraten. Ja, das freut mich ja für euch beide. Nein. Nein, du nicht. Mein liebes Puddinggebäck. Puddinggebäck soll das sein? Ach so. Was ein Horrortraum. No. Oh, ein Puddinggebäck. Dankeschön. Möchtest du auch Mille vor Jille, Rotpilz? Ein bisschen Mille vor Jille. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Ich brauche einen neuen Hut. Nein, du kriegst höchstens Mille vor Jille von mir. Hier, warte mal, was geben wir ihm denn mal? Ich glaube, Rotpilz. Rotpilz, oh, dem geben wir das Piratentuch. Ich finde, das sieht cool aus. Yeah, voll der Gangster. Rotpilz, der Gangster. So muss das. Aber, weißt du, ach, ich krieg auch noch was. Das ist ja nett von dir. Wieder Magenmittel. Wow, ich bin Hellseher. Ich bin Hellseher. Dafür kriegt er auch was von mir. Ich habe nämlich noch hier was ganz Leckeres. Mille vor Jille. Wir müssen die zwei noch loswerden. Mille vor Jille. Vielleicht mag Mr. Morgame ja auch Mille vor Jille. Ach, auch nicht deins? Ja, dann nicht. Sag mal, das scheint ja aber ein ziemlich spezielles Essen zu sein, wenn das nicht jeder mag. Hey, Mr. Moore. Ich weiß, du isst hauptsächlich Hähnchen und so ein Gedöns, aber ich habe hier was Neues. Hallihallo. Schön, dich zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch gefällt. So, hier habe ich ein bisschen Mille vor Jille. Mille vor Jille. Wie schnell das immer auf ist, ey. Drei Happen. Ja, aber der fand es echt lecker. Yes. Juhu. So, Mr. Mond, wir haben uns vorgenommen. Weißt du, wir wollen dich ein bisschen abspecken lassen. Und deswegen bekommst du ein Laufband von mir. Ha. Also wer so viel Chicken Wings isst, der muss jetzt auch mal ein bisschen Sport machen. Ja, ich meine, das muss ich gerade sagen, aber ich mach was. Mein bester Freund. Auch wenn wir mal streiten. Ja, das ist ja schön für euch beide, ja. Ja. Gut machst du das. Schneller, schneller. Schalt mal einen Gang hoch. Schnell mal, stell mal einen Gang höher. Ich glaube, wir müssen sein Zimmer ändern. Ich meine, das ist ja ziemlich gemein, wenn er die ganze Zeit trainiert. Aber um ihn rum ist halt nur Essen. Das ist echt mies. Ja, so, ungespielt. Ja, wollen wir noch... Ah. Der hat da so viel Besuch, die will ich jetzt nicht stören. Das macht man nicht, das macht man einfach nicht. Ah, wir gucken mal noch im Möbelhaus. Wir haben gerade wieder ein bisschen mehr Geld. Was gibt's denn heute Schönes? Garten japanisch? Nee. Landhaus? Nee, auch nicht. Mysterium haben wir schon? Ja, heute gibt's irgendwie nicht so was Besonderes. Nö. Nö, dann nicht. Sind hier alle drin, die ich jemals gekauft habe, oder wie? Interessant. Ja, gut, so. Und ihr Lieben, ich würde auch sagen, an der Stelle beenden wir die heutige Folge Tomodachi Live. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und vielleicht backt ja auch einer von euch heute Abend noch ein leckeres Mille vor Jille. Oder wo kann man das kaufen? Mille vor Jille. Dieses Wort, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Nie mehr. Mille vor Jille. Sei denn, mir schreibt einer, wie man das richtig schreibt. Mille vor Jille. Wie man das richtig ausspricht, meine ich. Ja gut, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Absolut durchgeknallt, absolut verrückt. Und für euch, ich hoffe, Iblali fühlt sich hier zu Hause und lebt sich gut ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen zu einer neuen Folge Tomodachi Live hier in Utopia wieder. Haut rein, Leute, macht's gut und tschüss. Ach ja, vergesst's nicht. Mille vor Jille, Mille vor Jille, Mille vor Jille.